Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Im letzten Teil haben wir Ranrok ein für alle Mal gestürzt. Und nun wird es Zeit für die letzten Freundesmissionen. Poppy treffen. Sicher ist, da reinzugehen? Wird sich gleich zeigen. Du bist hier. Wir sind immer noch auf der Spur der goldenen Schnatzer. Ob die wohl wirklich noch existieren? Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Klingt gar nicht mal so dumm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Na dann mal los. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Tu es einfach nicht. Aber ich denke mal nicht. Mondsteingarten. Welch schöner Name. Ah, im Hintergrund ist Azkaban. Das hier war dieses Henrietta-Grab. Ah, schon wieder Dungeons. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Revelio. Mal sehen, wo geht's wirklich lang? Gruselige Musik wieder incoming. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich heute noch aufnehme. Ich hatte einen ziemlich stressigen Tag, aber ich hatte jetzt doch wieder Lust. Da würde sie es doch anbieten. Endlich dürfen wir die Dinger mal richtig zerstören. Nicht nur aufmachen. Oh, so weit, so gut. Es gibt Sonnenlicht. Und Sumpfkrattler. Noch einer? Ja, jetzt zieh mal zu. Jetzt zieh mal zu, wie du gegen uns klarkommst, Kleiner. Leicht aggressiv, würde ich sagen. Confringo. Revelio. Confringo. Ah, schon wieder Mottenrätsel. Revelio. Wo geht's da lang? Ah, hier müssen wohl die Motten rein. Lumos. Du kannst es dir ruhig sparen, ich mach das alleine. Doch da hinten ist wahrscheinlich der andere. Ich wollte die Pulso einsetzen. Ah, nee, da ist es doch nicht. Aber hier vermutlich. Oder zumindest irgendwas ist hier. Oh, Fupa. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Da hinten, das ist doch wichtig. Wo ist die andere Motte? Die muss ich doch übersehen haben. Und hier hoch kommt man doch sicher auch irgendwie. Oder brauche ich nur eine Motte? Tatsache. Ah! Es ist nur für diese Kiste. Rein optional. Okay. Das nehme ich natürlich alles wieder sehr gerne an. Auch wenn ich jetzt im Late Game keine so starken Geschichten mehr brauche. Ich habe ja schon das, was nötig ist. Blöde Mistviecher, haut ab. Revelio. Luftratten. Was haben wir hier wieder Schönes? Einiges zum Rausziehen. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Revelio.
Eine äußerst gute Frage, aber selbst wenn, ich würde jeden Gegner klein kriegen, nachdem ich die mächtigsten dunklen Magier und einen übermächtigen Kobold geschlagen habe, sollte das wohl kein Problem sein. Erst die Fupa und jetzt das. Ei, schon wieder so ein Rätselchen. Fangen wir doch mal mit der Platte hier an. Wo ist das? Ah, okay, eine Motte. Ich denke, wir sollten Motten finden. Was haben wir hier? Die beiden noch. Jetzt noch die hier. So, Kreis. Akio. Kiste ist bereits leer. Okay. Revelio. Ich habe mit einigem gerechnet, aber nicht damit. Okay. Es wird als leer angezeigt, aber irgendwie auch als nicht verbraucht. Naja, ist mir auch relativ egal. Es ist kein 100% LP. Ich habe mich jetzt endgültig dagegen entschieden, offscreen alles Restliche zu machen. Das ist einfach unsinnig. Das ist nur für das Achievement sinnvoll. Warum fliegst du weg? Oder ist es dann doch... Ach. Das ist wieder weniger kompliziert, als ich dachte. Okay, da sind wir. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Lumos. Lumos. Wahrscheinlich müssen wir die gleichen Motten einfach wieder benutzen. Ah, okay, das sorgt schon mal für... Dieses hier muss aber noch eins rein. Lumos. Hol ich die andere auch noch und bring die nach dort drüben. Die ist, löst wohl auch irgendwas aus, was wichtig ist. Also. Ah. Lumos. Hi Merlin, es ist wunderschön. Du auch noch? Und zum Schluss noch... Es müsste noch eine übrig sein. Die von dort hinten. Na komm. Aber ich glaube, das war es noch nicht, was man hier im Raum alles finden konnte. Du hast es geschafft. Na klar, natürlich habe ich es geschafft. Ich bin ziemlich clever. Komm mit, Poppy. Tu was für deinen nicht vorhandenen Lohn. Bombarda. Du gehoffst, wir müssten das nicht nochmal tun. Imperium. Guck mal, was ich kann, Poppy. Kommst du auch mal? Dankeschön. Problem gelöst. Willst du den auch lernen? Na, wohl lieber nicht. Ich glaube, du könntest damit Schindluder treiben. Du bist noch zu klein. Und zu schwach und zu gut. Und... alles. Weiter geht's. Ich denke mal, dass wir hier lang müssen. Ich hoffe, Poppy kann schwimmen. Sieh mal, dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ja, ganz komisch. Deiner Meinung. Wohin tauchen wir denn immer? Warum ist das nicht einge... Warum ist das nicht drin? Das ist ein bisschen schade. Na gut, wäre wahrscheinlich zu aufwendig gewesen, irgendwelche Unterwasserwelten da zu machen, mit Tauchlimits und allem. Da hat man sich schon was gespart, das verstehe ich. Na, wo sind wir denn hier? Wow. Schön. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Ja, und wie kommen wir da hoch? Confringo. Wow. Nach dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht.
Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Revelio. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Ist das heißt, wir sind Ihnen einen Schritt voraus. Ausnahmsweise mal. Wir haben ihn. Als würde man direkt in den Mond schauen. Mondstein? Oh, schön. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Papi. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Klar. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Wahrscheinlich ist es nicht besonders gefährlich. Er wollte wohl, dass wir es selber sehen. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Hätten wir nicht direkt darüber? Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Eine sehr lobenswerte Einstellung. Aber vergiss niemals auch dich selbst. Altruismus tötet dich auf Dauer. Das sieht schon aus wie so ein Zirkel für eine Beschwörung oder sowas. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Nee, keinen Plan. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Ich kann es kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Du verheimlichst doch etwas. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Ah, ich wusste doch, dass da irgendwas mit dir nicht stimmt. Aber das tut mir leid für dich. Ich mache hier keinen Vorwurf. Niemand kann was für seine Herkunft. Es liegt an dir, was du daraus machst. Bei Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist.
Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Lobenswert. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Ich könnte jetzt noch nachfragen, wie war denn das? Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen Sie, dass du sabotierst? Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Sehr berechtigt. Wirst du erkannt? Da waren so viele Wilderer im Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Na gut, danke, dass du mir vertraut hast. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Ich nehme ihn. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Let's go. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen. Sehr aufschlussreich. Jetzt haben wir auch ihr Geheimnis entlüftet. Da bleibt jetzt nicht mehr allzu viel. Oh, Bildschirm, hör auf, mich zu nerven. Ich hasse dich. Sprechen wir mit Natty und erledigen Theophilus Harlow. Es wird Zeit, dass wir diesen Mistkerl auch endlich loswerden. Ey, das ist wieder so weit hier. Warum ist das immer so weit? Gucken, ob es auch Nacht sein muss, um diesen Auftrag zu starten. Ah, okay, sie steht da. Das heißt, wir müssen nicht warten. Bereit, Harlow zu erledigen? Ja, ich schalte auf die Unverzeihlichen um. Der Kerl soll ein bisschen leiden. Ich bin bereit, Harlow ein für alle Mal zu erledigen. Was ist dein Plan? Mrs. Bickle hat eine Eule geschickt. Sie fragt, ob wir schon Glück bezüglich Harlow hatten. Sie meint, ein Freund beim Kap am Herrenhaus könnte Beweise haben. Aber sie hat uns gewarnt, dass wir uns unbedingt da raushalten sollen. Ganz genau. Harlow weiß, dass wir Archie gerettet haben. Und Mr. Rape. Der Brief kam nicht von Mrs. Bickle, oder? Nein, ich glaube kaum. Harlow will uns eine Falle stellen. Aber jetzt sind wir im Vorteil. Wir können uns vorbereiten. Wir sind stärker als Harlow und er weiß das. Deshalb greift er zu dieser Trickserei. Wir müssen hin. Bringen wir es zu Ende. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Hey, das sind meine Worte gewesen. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan verraten. Nee. Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickle uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, erledigen. Stimmt. Erledigen wir ihn. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ich spüre, er ist in der Nähe.
Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. Wir sind schon Feinde. Gehorcht mir. Natsai, wo bist du? Hier noch was für dich. Yep, gar kein Problem. Das wird übel für euch enden. Ja, der Kampf hat schon gestartet, bevor die Zwischensequenz kam. Die kleine Natsai Onai, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatten. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Und ich arbeite als Schädlingsbekämpfer und bin dafür trainiert, Ungeziefer wie dich zu beseitigen. Crucio! Hier, du widerlicher Dreckskerl! Leide! Ich heb den Fluch nicht auf. Was willst du? Wie kämpfe ich? Ich werde nicht den Todesfluch einsetzen. Ich will seine Qualen ein bisschen verlängern. Na, wo kommt ihr Flaschen denn wieder her? Crucio! Na komm doch her, greif doch an. Komm schon. Das ist der große Theophilus Halo? Lächerlich, du hast nichts drauf. Gar nichts. Gar nichts. Ach, auch den Todesfluch, ja. Nur zu blöd, dass ich stärker bin als du. Ah, er ist leider nicht zerplatzt wie sein Meister. Du Idiot. Beruhigt euch, es ist nur Crucio, sie wird wieder. Hat er nicht den Todesfluch genutzt? Idiot. Jetzt muss er eh lebenslänglich, allein für diesen Fluch. Viel Spaß in Azkaban, kannst du die Seife aufheben? Ich glaube, der Krankenflügel ist tatsächlich in diesem Spiel und in dieser Welt sehr angenehm. Im echten Leben ist Krankenhaus das Beschissenste, was dir passieren kann. Aber was ich aus Harry Potter so weiß, ist hier ganz chillig. Hallo, Natti. Bist du sicher schon bereit für Besuch? Ja, Mutter. Ich fühle mich gut. Und bei diesem Besuch gleich noch besser. Oh. Also gut. Aber übernimm dich nicht, Natsai. Nein, Mutter.
Kannst du auch gerne mit mir aufs Zimmer kommen und so. Und so eine richtige Frauenfreundschaft könnte ich echt gebrauchen, weißt du? Naja. Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, danke. Schön, dass es dir so gut geht. Mir geht's besser, als es scheint. Ich bin nur hier, weil meine Mutter für alle Fälle darauf bestanden hat. Ich war erleichtert, als sie mir sagte, dass es dir gut geht. Naja, du hast dich dazwischen geworfen. Wie dein Vater für dich. Das ist doch wohl ein Zeichen. Aber nur dank dir. Wie geht es dir? Also, mir ging's schon mal besser. Aber Schwester Blaney meint, es geht bergauf. Tut mir leid. Es ist meine Schuld, dass du verletzt wurdest. Was? Nein. Dich trifft keine Schuld. Als ich sah, wie Harlow seinen Zauberstab auf dich richtete. Was nicht? Du hast dich dazu entschieden, mich zu beschützen. Ich tat, was ich tun musste, und ich würde es wieder tun. Ich konnte doch nicht zulassen, dass du verletzt wirst. Dann sollte ich mich nicht schuldig fühlen? Nein, natürlich nicht. Es gab nichts, was du... Oh. Herrje. Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt erst erkenne. Mein Vater, er traf eine Entscheidung. Ganz instinktiv. Du trägst heute ebenso wenig Schuld an meinen Verletzungen, wie ich an dem Opfer, das mein Vater vor Jahren gebracht hat. Nach dem, was ich von ihm weiß, scheinst du viel von deinem Vater in dir zu haben. Das ist wirklich lieb von dir. Ich hoffe, du hast recht. Das war alles ein bisschen viel, nicht wahr? Eine Schlacht hier in Hogwarts. Alles, um Harlow und den Rest von Rookwoods Bande zur Strecke zu bringen. Doch wir haben es geschafft. Rookwood ist tot. Harlow ist auf dem Weg nach Azkaban und der Rest ist auf der Flucht. Manche von ihnen werden immer noch für ihre verlorene Sache kämpfen. Aber Rookwoods Organisation ist zerbrochen. Alles ist jetzt sicherer wegen uns. Wegen dir. Danke. Aber wir zwei sind doch einfach ein tolles Team. Du hast meine Zeit in Hogwarts noch viel mehr bereichert, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Danke. Ich glaube, deine Freundschaft ist eine der wichtigsten in meinem Leben. Oh, vielen Dank. Das tut gut. Danke, dass du mich besuchst. Es tut immer gut, dich zu sehen. Oh, das ist so lieb. Eine wahre Freundin. Gut, Poppy hat sich noch nicht gemeldet. Oder? Nee. Dann würde ich sagen, mache ich mal die Kampfarenen. Die hatte ich euch ja auch noch versprochen. Fangen wir mal mit der im Norden an. Oh, ich freue mich, dass das wird jetzt ein Gemetzel. Das wird toll. Kämpfen macht in diesem Spiel immer Spaß. Ich weiß nicht, habe ich die schon... nee, ich habe sie noch nicht freigeschaltet. Ich muss, ähnlich wie bei dieser anderen, muss ich Vasen zerstören. Dann wird sie freigeschaltet. Na, wo sind sie alle? Ich krieg euch... Ich finde, da hätte man sich ruhig noch was anderes ausdenken können. Das finde ich fast schon ein bisschen zu... Naja. Ui, unzerstörbare Pflanzen. Das ist mal was Neues. Dann bin ich auch ja gezwungen, es hier nach außen zu gehen. Man nicht mogeln kann. Drei fehlen noch. Ah, da drüben sind sie. Ach, Kobolde. Ich habe auf euch keine Lust. Ich kämpfe gleich gegen Gegner, die es wirklich würdig sind. Oder es zumindest versuchen. Arena freigeschaltet. Was nehme ich als Ausdruck? Na, ich nehme mal den Kaukohl. So. Herausforderung bitte starten. Jo, wir laufen einfach durch die Wand. Ich würde sagen, wir starten mit den Unverzeihlichen. Die sind nie ganz verkehrt. Ach, kommt her. Jawohl.
du hilfst mir. Was das für Magie war? Das war der Todesfluch. Sag bloß, ihr wisst nicht, was die unverzeihlichen Flüche sind. Und das als Bösewichte. Nach jeder Welle müssten die Zauber wieder zurückgesetzt werden. Ah, werden sie nicht. Naja, ist auch nicht so wichtig. Inferi! Wer arbeitet für mich? Für dich? Hier, für dich. Ja, ein Inferius, der kann man. Ich quäl dich noch ein bisschen. Fest ihn auf. Ach, das macht so Spaß. Ich werde nicht vergessen, was du Iona angetan hast. Ich hab sie nicht leiden lassen. Ich hab sie mit dem Todesfluch erledigt. Was soll ich bereuen? Na, was sagt ihr? So scheiße bin ich doch gar nicht, oder? Ah, Spinnen, wie schön, lecker. Erstmal Crucio auf sie. Und du hilfst mir. Ja, lief gar nicht mal so übel. Letzte Welle schon. Ui, eine Akromantula. Ah, scheiße auf den Falschen. Helft mir, meine Alraunen! Ja, der Schmerz ist schon fies, ne? Ja, die Inferi sind nervig. Hier, für dich. Was wolltest du sagen? Mehr hast du nicht drauf. Das habe ich drauf. Ah, das war's schon. Das war gut. Jetzt die nächste Arena. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol erzählen, das die Mondkälber gemacht haben. Okay.
steht in Scherben, ja. Okay, das könnte sogar die letzte Mission sein. Wo ist denn das? Ich markiere das mal. Verbotener Wald. Ja, es ist nicht weit weg. Wo ist es nur sprechen? Es ist noch nicht die Mission selbst. Weil wenn es schon die Endmission ist, dann würde ich gerne noch warten. Nee, ich weiche jetzt von dem Muster nicht ab. Ich mache erst noch die anderen beiden Arenen. Die ist hier. Hier kann ich mich schon recht nah dran teleportieren lassen. Ich mache erst die Arenen fertig und dann kümmern wir uns um Poppy. Und ganz zum Schluss rennen wir zu Mrs. Weasley und sagen, dass alles von Erfolg gekrönt war. Das hier ist die Arena der dunklen Künste. Hier werden die unverzeihlichen Flüche auf die Probe. Stimmt. Wart ihr meine erste Prüfung? Das war ja lächerlich. Es sind auch nur 10 Vasen statt 20. Und schon ist es freigeschaltet. In dieser Arena sind wir etwas beschränkter. Wir dürfen nur die 3 unverzeihlichen, Basiszauber, Confringo und unsere anderen Sachen benutzen, aber keine anderen Zauber. Das sollte aber kein großes Problem sein. Dafür werden in jeder Runde unsere Zauber zurückgesetzt, was gerade beim Avada Kedavra natürlich äußerst nützlich ist, der einen recht langen Cooldown hat. Da kommt er. Du hast meine Schade, dass das niemand gesehen hat. Ich habe es gesehen. Kobolde. Zu spät, um deine Fehler einzusehen. Absolute Flaschen haben nichts drauf. Das ist mein Lieblingszauber, Crucio. Hier, in deine Fresse. Ah, ich muss mal den Fokustrank benutzen. Und aus ist es euch mit, auch mit euch. Ja, in der Runde war ich etwas langsamer. Schande über mich. Oh, wie süß. Trolle. Und beide tot. Entspann dich, mein großer Freund. Sie hinterlassen hier keine Ressourcen. Es ist wirklich nur eine reine Kampfarena. Es war ein Fehler. Das reicht, ich fange gerade erst an. Ich habe viel zu viel Spaß, euch zu quälen. Ihr seid Flaschen, ihr könnt gar nichts. Und ich bin übermächtig. Das war ja noch einfacher als die davor. Aber die ist auch wirklich eher so ein Spielfeld. Verboten? Ah, das ist, oh ja, das ist hier in der Nähe. Aber Poppy, du musst leider noch etwas warten. Ich muss mich noch ein bisschen weiter amüsieren. Hier im Süden ist die letzte Arena. Die haben wir ja bei dieser einen Mission freigeschaltet, wo ich noch gesagt habe, damit warte ich noch. Aber die Zeit ist jetzt reif.
Los geht's. Das ist wieder eine Arena wie beim letzten Mal, aber ich meine mit leicht unterschiedlichen Gegnern. Sieht ziemlich dunkel aus, aber das hat mich noch nie aufgehalten. Wir sind dunkel, also geht das schon klar. Die Vasen müssen wir nicht mehr machen, das haben wir ja bereits mit der Mission erledigt. Los geht der Kampf. Ich könnte noch... Ich nehme mal die Venemosa Tentacula. Die könnte mir auch ein bisschen helfen. Oh, es geht ja schon gut los. Ach, er ist tatsächlich mein einziger Gegner. Okay. Müsste ich den Fluch eigentlich wieder aufheben? Geht aber jetzt gerade nicht. Hört er auch mal wieder auf? Ja, ich denke mal, er braucht noch ein bisschen. So geht das. Ein stinkender Koloss weniger. Genau. Was ist mit dir da hinten? Komm her, komm raus zum Spielen. Na, wer will der Nächste sein, der stirbt? Ach sie an, Spinnen mal wieder. Und Sumpfkrattler. Ich kann dich besiegen. Ihr habt alle keine Chance gegen mich. Ach, da ist noch einer. Mach ich kurz einen Prozess. So, dieses Mal nutze ich den Imperius-Fluch richtig. Ist er schon wieder von meinem Fluch befreit? Das geht erstaunlich schnell. Verfluchte Spinnen hier. Ja, okay, da habe ich geschlammt. Man kann Trollen nicht so gut ausweichen. Mensch, ich mache den gleichen Fehler sogar nochmal. Peinlich. Schon wieder einer. Zwei. Hier für dich. Ich bin die mächtigste Hexe, die es gibt. Akzeptiert das. Ein für alle Mal. Lief etwas besser. Auch wenn ich mit manchen Moves von mir nicht zufrieden bin. Aber naja, das ist eigentlich auch keine Herausforderung. Aber messt doch gerne mal eure Rekorde mit meinen Zeiten. Ich selbst muss natürlich dann auch noch bessere Rekorde aufstellen. Und jetzt, Poppy. Jetzt versprochen. Jetzt habe ich für dich Zeit. Ich habe auch einige Tränke verbraten, aber die kann ich mir am Raum der Wünsche neu brauen, das ist kein großes Problem. Aber da wird ohnehin kein großer Bedarf mehr bestehen, denn die wirklich krassen Gefechte sind vorbei. Und man muss ja auch nicht für jeden Mist einen Heiltrank einsetzen. So, mal gucken, was Poppy und Doran zu uns sagen. Ob es direkt weitergeht oder ob wir nochmal warten müssen.
Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Okay, was soll das heißen? Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Dann müssen wir sie suchen. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Okay. Will noch jemand was dazu sagen oder ist das Gespräch beendet? Okay, ich glaube, dann gehe ich. Es wird nichts gesagt. Ich habe auch noch Belohnungen offen, hieß es. Die natürlich nicht angezeigt werden. Ah, die Spinnen habe ich voll. Die Straßenköter auch. Ein berüchtigter Gegner fehlt mir noch. Aufträge, ja. Ja, die nehmen auch. Das sind noch die Poppy-Missionen. Das sind die Tierwesen. Und eine Seite im Hochland, ja. Die Landeplattformen fehlen mir auch, aber die, auf die scheiße ich, die sind mir nicht wichtig. Ah, jetzt ist ein neuer Auftrag da. Ein Schnatzer in der Hand. Südwestlich von Brockboro mit Poppy treffen. Ja, okay, dann mache ich das mal. Was ist denn das? Ah, hier. Ah, das war doch dieses Dorf. Ja, ich erinnere mich wieder. Ich kann nicht manchmal die Namen und die Orte nicht so gut zuordnen. Aber anhand der Kartenposition habe ich erkannt, wo es ist. Ja. Wieder mal auf Abenteuer. Hier haben wir unter anderem auch den Troll geschlagen. Geh mir nicht auf den Sack, du hässliches Hundevieh. Einfach unglaublich. Ja, was gibt's? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Genau. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Oh, ein schillernder Kniesel. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Naja, ob das so funktioniert. Ich grüße euch. Ich grüße dich auch. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs.
Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Erstmal den Mondstein hier rein. Hui. Ah, das ist auch wieder dieses kleine Rätsel hier. Wir müssen diese Säulen jetzt auf bestimmte Zeichen verschieben. Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring. Der äußere deutet auf dieses Edelweiß-ähnliche. Das ist, glaube ich, der hier. Damit er da drauf schaut, muss er aber gegenüberstehen. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Ja, und der innere auf dieses. Na, das sieht ähnlich aus, aber da fehlt dieses Stück. Wo ist er? Hier. Ein bisschen mehr. Da müsste es ja... Mal gucken, ob das stimmt. Das war's. Ja. Da, Doran. Ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst jedenfalls. Na gut. Du kommst nicht mit rein? Warum nicht? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Okay, dann sind wir eben die Ersten. Der goldene Hochsitz. Kreativer Name. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Schon wieder eine Ruine. Revelio. Hier hat mal jemand gearbeitet. So viele Bücher. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Ja, Sebastians Eltern waren ja auch so ein Gelehrtenpaar. Der kennt das wahrscheinlich auch. Sieh dir die Malereien an. Incendio. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Revelio. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Es sieht aber so aus, als wäre auch schon länger niemand mehr hier gewesen. Aufgeräumt wurde hier auf jeden Fall nicht. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Da oben gibt's auch noch was. Ziemlich sicher, das war einfach zu offensichtlich. Revelio. Ja, das bisschen Geld juckt mich nicht. Ich schwimme in Geld und habe eigentlich alles, was es zu kaufen gibt. Ruinierte Treppe. Eine Treppe, die ruiniert ist. Harte Zeiten. Na, hier brauche ich wohl den Confringo, um gut vorwärts zu kommen. Revelio. Ei, hier ist es ganz schön dunkel. Ich sehe Teufelsschlingen. Lumos. Confringo. Ja, ohne diese Feuerschale kämen wir da nicht durch. Lumos. Lumos. Noch mehr. Wer auch immer das hier erbaut hat, mochte Bücher. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Guter Punkt. Ja, das wäre was für sie. Bombarda. Revelio. Noch mehr Rätsel. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Ich kenne das Rätsel schon. Wir müssen nur zwei Würfel da reinpacken. Die sind jeweils beide hier oben. Revelio. Glaube ich zumindest. Ah, nee, der eine ist da hinten. Ah, auf diesem Regal. Accio.
Incendium Leviosa. Es ist ein Incendio-Würfel. Schon mal aktivieren. Jetzt das Teil nach drüben. Incendium Leviosa. Ah, das war nicht gut. So ist es besser. Und da ist auch der zweite Würfel. Ich denke mal, auf den müssen wir Glacius wirken. Und zack, da sind die Türen. Natürlich. Wie clever. Ah, sieht hier nach Kampf aus. Sieh dir das an. Die Klage vom Wissen. Vergessen, wie man Spuren verliert. Was war das? Wilderer. So viel ist sicher. Verschwindet hier. Oder ich lasse euch verschwinden. So. Ah, wir bekommen mal ein bisschen Hilfe. Ich schon aufgeben, davon träumst du wohl. Na, kommen noch mehr. Ich habe dich kontrolliert, Kumpel. Ich glaube, das waren alle. Poppy, komm mal lieber runter. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Wäre auch kein Problem. Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Ellie. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Sperre die Türen zum Zufluchtsort der Schnatze auf. Ja, es gibt sie wirklich. Sie sind kein Mythos. Aber wer hat sie hierher gebracht? Sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Okay. Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich.
Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Nur zu. Ein Schnatzer in der Hand. Süß. Das waren also die Tiere, die man früher für Quidditch benutzt hat. Naja, gut, dass man irgendwann sich den goldenen Schnatz ausgedacht hat. Jedes Mal diese Viecher zu töten, wäre ja schon etwas grausam. Wir hingegen machen uns auf die Socken. Ich merke, eine Nebenmission fehlt. Entweder kommt doch noch was, oder ich habe eine übersehen. Das wäre mir natürlich äußerst peinlich. Es wäre gut möglich, dass noch eine Mission kommt, in der Poppy noch einmal mit uns sprechen möchte. Das habe ich nicht mehr so gut im Kopf. Von allen Wegen finde ich diesen irgendwie am unspektakulärsten, weil... Es geht halt nicht darum, jemanden zu töten oder sowas. Ja. Erstmal raus hier. Das Rätsel wurde gut gelöst. Ah, hier darf ich noch nicht fliegen. Jetzt darf ich es wieder. Revelio. Ach, Hogwarts. Und das Umland. Sehr schade, dass wir uns bald verabschieden müssen. Was fehlt denn? Keine Aufgaben mehr, außer mit Professor Weasley sprechen. Ich glaube, auf der Karte ist auch erstmal nichts mehr. Zumindest sehe ich nichts mehr. Ah, ich habe eine Idee. Ich lande nochmal und spule die Zeit vor. Dann wird vielleicht nochmal was getriggert, wenn nötig. Und falls nicht, dann ja, ist auch okay. Ah, neuer Auftrag verfügbar. Ich wusste doch, da kommt noch was. Poppy blüht auf. In der großen Halle treffen. Ja, das ist die letzte Nebenmission. Alles klar. Hat sie uns noch was zu erzählen? Wahrscheinlich, wie sie sehr gut die Zentauren auf die Viecher aufpassen. Denke ich mal, oder so ähnlich. Und vielleicht auch, dass wir eine gute Freundin sind. Zumindest hoffe ich das. Natsai hat uns das gesagt, Sebastian hat uns das gesagt, Ominous, den wir super schlecht behandelt haben, hat das gesagt. Dann kann es mit ihr ja nur besser werden. Ah, genau, dich wollte ich sehen. Ja, ich rede auch gerne mit dir. Was gibt's? Doran hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Gar kein Problem. Ich wollte es diesen Wilderern zeigen, ja. Du kannst immer auf mich zählen, wenn es um Wilderer geht. Da sind wir schon zwei. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was die Rona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Du solltest mir freuen. Du hast doch mich und Wolkenschwinge ist auch süß. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen. Und Wolkenschwinge zu teilen. Geht mir genauso. Hast du das erzählt? Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Verständlich. Ihre Eltern sind mir egal. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich von Ärger fern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack.
Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Ich könnte dich noch ausbilden. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Ja, gerne. Es ist echt ein Jammer, dass das nicht geht. Das ist wirklich schade, dass es da kein Freundessystem in dem Sinne gibt. Belohnung einkassieren. Aufträge 100%. Für einen absolut hässlichen Mantel. Nun gut. Gehen wir zu Professor Weasley. Ne, ich will nicht beenden oder so. Ich möchte zum... Ich denke mal, dass sie wieder im Verwandlungsraum ist. Oder? Wie ist denn der nochmal? Ja. Ich denke mal, hier ist richtig. Kann manchmal etwas verwirrend sein. Aber ich glaube, das erwähne ich auch nicht zum ersten Mal. Tut mir wirklich sehr leid. Wunderbar. Ich möchte hier aber noch einen Save machen. Ja, die Ausrüstung ist jetzt egal. An dieser Stelle ist mir das Spiel nämlich immer gerne mal abgeschmiert. Das würde ich gerne vermeiden. Auf jeden Fall, dass mir das passiert, kann ich hier direkt weiter zocken. Bin mal gespannt, was sie zu unseren Erfolgen sagt. Wir haben keine 100%, aber das ist nicht allzu schlimm. Sie wird uns trotzdem sehr loben, denke ich mal. Hallo. Warte, ich würde gerne noch ihre Truhe ausrauben. Ach, egal. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass sie Mr. Ollivander halfen, einen Zauberstab wiederzufinden. Woher wissen... Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf... Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Na, was sagen Sie? Ich habe doch ein Unesgleichen in allen Fächern, oder? Das wäre das Mindeste. Ich fand sogar Mr. Binns Unterricht interessant. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Scheint, als hätten Sie Ihr Handbuch beinahe vervollständigt. Sehr gut gemacht. Wie schön, dass Sie so gut vorbereitet sind, denn Ihre ZAGs stehen bevor. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor, für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Ich auch. Ein Brief. Weasleys wachsamer Blick ist abgeschlossen. Noch eine Mission. Der Hauspokal. Ja, Hans ist weitestgehend abgeschlossen. Schreiben wir unsere ZAGs, würde ich sagen. Allein durch mich müsste Ravenclaw natürlich gewinnen, das ist ja völlig klar. Die anderen haben ja nichts erreicht. Zumindest nichts, was an meine Taten herankommt. Nicht von Amit abschreiben.
Wo ist Sebastian? Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Juhu! Die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Tja, Leute, das war's. Das war Let's Play Hogwarts Legacy von mir. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Mir hat das Projekt durchaus Spaß gemacht, auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen schwieriger war. Wie es weitergeht mit meinem Kanal, muss ich mal schauen. Ich denke mal, solche großen Sachen wie hier sind nichts mehr für mich. Ich werde mich da sehr zurückhalten. Aber das war ein Spiel, das ich mit euch spielen musste. Auch jetzt am Ende wieder so ein bisschen. Hätte man nicht extra synchronisieren können, wer gewinnt? Hätte man nicht sagen können, Ravenclaw gewinnt den Hauspokal. Und das mit allen Häusern? Das wäre viel schöner als einfach nur diese paar Effekte. Oder? Ich würde das gerne überspringen, muss ich sagen. Ich hasse Credits. Geschafft. Der Hauspokal ist abgeschlossen. Aber jetzt können wir tun und lassen, was wir möchten. Aber viel gibt es da ohnehin nicht mehr. Nur noch ein paar Collectibles. Ich denke mal, hierbei belasse ich es. Ich bedanke mich recht herzlich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen und tschüss.